dachte halt, da unten im Gas ist natürlich noch was, deswegen bin ich hier gestorben. Hier dachte ich irgendwie wäre noch was, aber hier ist nichts. Schade. Oh, ich bin hier tot. Da ist ein Toter. Ein Balltoter. Warte mal. Ich will ihn noch irgendwo aufspießen. Ich wollte ihn noch aufspießen. Aber es ist nichts mehr zum Aufspießen. Aber warte, ich kann ihn hier unten erschießen lassen. du bist schon wieder tot. Ja, das ist am Checkpoint. Das ist gut. Ich bin halt nochmal im Gas gewesen. Jetzt halt nicht mehr. Wir waren doch jetzt beim Checkpoint. Das ist doch gut. Aber da oben ist noch was. Da oben ist noch was. Hier links oben. Ihr seid wieder zu schnell. Ihr seid wieder zu schnell. Ich bin halt wie einfach immer dahin gesprungen. Hier, da habt ihr. Collected the poem. Oh, okay. Hui, wir runterrutschen. Sehr schön. Was sind hier unten noch? Ich kann hier die ganze Zeit Planken machen. Guck mal. Planken. Ja, mach mal eine richtig lange Planke. Mach mal eine richtig lange Planke. Das Gefühl, die sind eher im Weg, als sie irgendwie helfen, tatsächlich. Die hält aber auch nicht wirklich, wenn du da drauf gehst. Das ist wie mit der Kiste. Ja, dann mach noch mal eine Planke, damit ich wieder ein Stück nach oben kann. Ja! Man kann auch wieder weg. Yo, danke, auf mein Gesicht. Man kann die ja auch wiederverwenden, ne? Man muss ja nicht immer eine neue machen. Wir sind ja schon so ein bisschen ökologisch. Benni, dein Hammer. Nicht mehr hoch. Magie. Also, und so. Ich kann hier mehrere bauen. Ja, ökologisch. Bei Magie. Ja. Bei Magie. Ökologisch. Nicht. Ja, was ist denn dein Problem jetzt? Bei Magie. Und das geht automatisch auch wieder weg. Die Dinger bleiben ja nicht ewig. Ja, und sind die biologisch abbaubar, weißt du das? Die gehen von alleine wieder kaputt, wenn du mehr zu viele hast. Ja, und vielleicht verwandeln sie sich in tödliches Gas. Nein, machen sie auch nicht. Du siehst ja, was passiert, wenn sie weggehen. Oh, ich hab meinen Hammer da oben geschossen. Das war nicht so schlau. Oh, ich hab irgendwas aktiviert. Ah, das hast du aktiviert. Es ist nur Wasser, Felix, das tötet dich nicht. Doch, das Gas tötet einen. Das lila Gas tötet einen. Ja, aber Lumi, das ist doch gar nicht das Wasser, kannst du ruhig rein. Ich mach uns hier eine Sicherheit hin. Ja, ja, wir können so einfach Sachen da dran pappen an dieses komische Stachelding, was da rumfliegt. Damit man so nicht reinrennt. Ich kann auch einfach sterben. Lumi, ja, das tötet nicht. Damit man noch besser drüber kommt, oder was? Das pappt nicht dran. Alter. Warum pappt es nicht dran? Ah! Aua. Ich fühle mich irgendwie geopfert. Ich mach gerade alle Kobolde erledigt glatt, ja. Ja, ich lebe ja auch nicht mehr. Ich hatte keine Chance. Der Zauberer hat mir eine Falle gestellt. Ich bin halt reingetappt. Ich bin halt ein bisschen ein dummer Krieger. Bitte was? Wenn ich dir eine Falle gestellt habe, dann diesmal wirklich unabsichtlich. Ich hab das Ding da drüben hochgemacht. Ich hab's hochgekriegt. Was? Du hast den hochgekriegt? Ja, ich hab da ja, wenn ich loslasse. Achso, muss. Bleibt gar nicht. Bleibt. Doch so, so geht's auch. Ist auch eine Option. Scheiße. Hat gut funktioniert. Er hat funktioniert. Ich bin tatsächlich. I'm actually amazed. Hier können wir bestimmt irgendwas bauen für die anderen Seiten. Warum seid ihr einfach weiter? Hier unten ist Geheimnis. Da oben geht's weiter, wo du bist, würde ich sagen. Ja, ich bin tot. Tja, das ist schlecht. Ich hab hier so ein Rohr. Ich verleg hier gerade ein Rohr. Ich weiß aber nicht so wirklich wofür. Kommt doch einfach mal mit. Da ist doch noch die Kiste. Ich geh mal wieder schön, daneben. Ich glaube, da geht's weiter, holt. Wo wir sind. Achso. Wo ist es denn? Da ist es. Ja. Komm mal mit, Felix. Schön, dass wenigstens Benny mich holt. Weißt du, Lumi? Die ist am nächsten an dem Spawnpoint. Ja. Lass einfach gemütlich weiter. Ludo vor Ludo und so. Natürlich. Bro for ho. Ja, bei Frauen heißt Sister for Mister. Wir sind viel freundlicher. Mach ich auf. Ich hab die Kräfte verloren. Ich kann das Ding nicht steuern. Die Kräfte verloren. Benny, dein Hammer? Moment, das kriege ich glaube ich hin. Bam! Perfekt gesniped. Hey. Level up. Ich brauche aber viel mehr. Und bald schon alle Level für unsere Charaktere, gell? Ich muss halt das die anderen Charaktere leveln. Kannst du ja die anderen Charaktere leveln. Wenn man alle fertig hat, tauschen. Das ist wieder schwieriger. Von mir aus können wir auch dann tauschen. Lumi, wir brauchen hier oben eine Kiste. Ich weiß nicht so ganz, brauchen wir nicht, glaube ich, jetzt, wo ich das vorgebaut habe, oder? Bau mir eine Kiste. Bus bauen. Ich will noch für Bus bauen. Ja, lasse fallen. Nee, stell sie doch einfach hier ab. Stell sie doch einfach vor uns ab. Danke.
Schürzt euch halt nicht so drauf wie Wölfe. Das geht immer noch nicht. Typischer Ingenieur vom BER. Ja, es muss halt da hoch, aber ihr wolltet ja nicht auf mich hören. Ja, auf dich will ja auch keiner hören, ist richtig. Weg mit der Kiste. Oh, noch mehr magisches Felix, bleib Wasser. Hier. Vielleicht kriegen wir Riesen-Erdbeeren. Ich frage mich, wie das Wasser das fertig bringt. Seht ihr nichts mehr, wenn ich... Nein, wir sind nicht so weit. Deshalb so groß? Aber da falle ich ja fast runter. Wir müssen einfach nur mal warten auf uns, das ist alles. Ach, das klebt da fest, warte mal. Du musst das hoch markieren oder so. Und dann, keine Ahnung, soll ich jetzt hier hoch? Nee. Okay, jetzt hab ich's. Haben wir's jetzt? Sehr schön. Ja. Moment mal, hier sind noch extra Sachen. Hier ist noch jede Menge extra Sachen über uns. Warte. Ja, ich bin irgendwie falsch gesprungen. Abs. Das sind noch hier direkt auf dem Baum schon auch noch extra Sachen. Ja, da müssen wir raus. Achso. Ah, oder hier, ich bin. Hä? Ich hab's grad, den vordersten hab ich gerade eingesammelt geschafft. Was ist denn das hier für ein Scheiß wieder im Weg hier? Oh, guck mal, wir müssen das hier wieder. Bin ich dick genug? Pflanzen! Ich bin nicht dick genug zum Runtermachen. Oh, jetzt fällt's. Ich hab dir geholfen. Dankeschön. Wenn ich da runtergehe, geht's hier nicht mehr. Reicht. Nicht aus wie eine Erdbeere. Eine fette Animation. Ich sehe meinen eigenen Charakter nicht mehr. Hey. Ah nö. Hüpfen ist schwierig mit dem Spiel. Ja, mit dem Controller geht das einwandfrei. Ja, mit Maus und Tastatur nicht. Ja, warum? Das Timing ist irgendwie komisch mit der Leertaste. Du musst einfach oben und unten gleichzeitig drücken. Benni, du kannst dann erstmal hier nach unten gehen. Gleichzeitig? Entschuldigung. Die Space und nach oben drücken ist besser. Klar, mach einfach. Ich opfer mich einfach mal hier noch. Nee. Kann hier nichts machen bei den Dingern. Achso, da muss ich noch mal. Die knicken dann um, das hält nicht. Unsere Gas. Springt doch einfach durch, so viel Energie kostet das nicht. Ich guck mal auf meine Energieanzeige. Guck mal. So geht's. Könntest du einfach Timing machen oder bist du einfach so easy drüben? Ja, schön, dass du mir das Ding auf den Kopf gehauen hast. Die Dinger sind umgeklappt. Die waren 5 Sekunden vor dir umgeklappt, wo du drauf bist, ja. Die klappen immer danach. Ich hab's gebremst. Ach so, kann ich das lenken? Ja, das kannst du. Gehen sie durch die Herrschaften, aber passen sie um, es kommt wieder zurück. Ich bin unten. Bumm. Lass los. Ja, Mann, ey, Lumi, du bist echt der Knaller, ey. Jetzt aber. Du bist echt der Knaller, ey. Ich bin der Troll in diesem Spiel, ja. Einer von uns muss die Rolle übernehmen. Ich find's immer noch unfair, dass ich nicht euch durch die Gegend schweben lassen kann. Das wäre viel spaßiger. Aua. Das war mein Knie. Was, hab ich dir gerade einen Eisfall verpasst, oder? Nö, ich bin einfach gegen das Ding, was da rumflog, gesprungen. Die Lumi war für uns gerade gut, Benny, ne? Ich sag so, lass los und sie lässt los und rennt in dem Moment nach oben, wo das Ding zurückschwingt. Es war nicht die schlauste Aktion, die ich in diesem Spiel bisher geleistet habe, das gebe ich ehrlich zu. Da unten ist noch was, da ist Wasser, wir müssen Wasser machen. Ah, du bist schon dabei. Ich glaube, wir brauchen mal deine Planke. Oder ich muss hier wieder so machen. Einfach mal den Block da ein Stück wegnehmen. Wie weißt du, das einfach ein bisschen runterziehen? Der Block da ein Stück weg? Das soll einfach das, schon runter. Das linke muss noch nach rechts gehen. Das linke Wasser. Nee, dann kommt der. Achso, ja, doch. Ja. Ja. Kira, what's up? Mir ist das irgendwie nicht so pflanzenmäßig gewachsen, sondern irgendwie eher. Benni, ist da was ganz links für deinen Hammer da? Ja. Oh, könnte sein. Ja, krass. Hätte ich übersehen. Was passiert, wenn wir 50 Flaschen gefunden haben? Dann bist du trinkfest. Hast du ein Level up? Achso. Keine Ahnung, das sind glaube ich die im Level verteilt sind oder sowas. Lumi, hol mal mit deiner Zauberkraft das blöde Blatt rüber. Wieso? Du kannst einfach rüberlaufen. Du hast gut springen. Ja, die kann nur einfach das Blatt rüberholen. Ich bin der fette Krieger und hab's hingekriegt, ja. Ich kann ja einfach das Blatt rüberholen. Wer bin ich denn, ey? Ich kann überhaupt nichts rüberholen.
Du kannst es ja, da runterdrücken. Ah, du kannst eine Kiste noch dahin stellen. Kannst du nicht mal runterdrücken? Ich kann dir eine Kiste machen, wenn du zum Blade bist, drüber zu springen. Nee, du kannst doch. Nimm mal eine Planke. Dürfte gehen. Ne, jetzt und musst tschüss. Du dir Hand nehmen und. Na? Benny! Oh, Ben. Ich glaube, es ist ein Troll, wenn ich schon nicht den Zauberer krieg, ja? La la la. Oh! Mach gleich aus! Oder okay, ich schau. Spack dein, oder ich, das war witzig. Oder ich spack deinen. Hui! Ich hab einen dicken Hammer! Ich hab einen dicken Hammer! Oh, was ist denn? Cool, dass jeder den hier übersieht. Der kam hinterher runter erst, ja? Ja. Hui! Rutschen! Oh wow. Das ist mein Troll. Großer Kobold. So stelle ich mir immer die Twitch-Trolle vor. Aua, den kann ich nicht blocken. Nur so. Bin tot. Ich bin auch tot. Ich will. Du auch. Ah. Man darf die Keule halt nicht abkriegen, aber gut, dass wir das jetzt rausgefunden haben. Was muss ich denn machen? Ausweichen und dem wahrscheinlich irgendwelche Sachen auf den Kopf werfen. Ist das jetzt dein Ernst? Letzten Checkpoint vertreten. Ich bin einfach durch irgendwie. Das ist ein Hebel oder sowas. Aua. Ne, der hat einen Lebensbalken rechts oben. Den müssen wir, glaube ich, kriegen. Oh. Und vielleicht brauchen wir den Hebel, das kann schon sein. Aber ich kann hier nur beenden und zurück ins Hauptmenü oder am letzten Checkpoint. Mach doch am letzten Checkpoint, wir warten die ganze Zeit auf dich. Ja. Meine Kisten nützen halt überhaupt nichts. Oh, mein Hammer nützt aber ein bisschen was. Hier ist doch der Hebel, ich mach jetzt den Hebel. Mach den Hebel. Mach den Hebel! Ich bin tot. Der Hebel braucht aber lange. Du bist wieder da, Felix! Ah, den Hebel rumgekriegt. Wollen wir den abhauen oder wollen wir den töten? Töten. Der ist jetzt fast tot. Okay. Bin zwar auch wieder tot, aber töten. Überlebe, du kannst es wiederbeleben. Hä, wieder? Ich hab nicht realisiert, dass du tot warst, Lumi. Links am Checkpoint. Ich hab euch doch auch. Ich hab doch Felix eben auch gerade wiederbelebt. Aber gut, der merkt sich, dass er halt tot ist, bis wir wieder da sind. Das ist schon mal sehr sympathisch. Ach, ich bin blöd, ich muss halt blocken, ich trottel. Sonofell macht's besser. Ja, wir haben ihn getötet. Die Knochenbrecher erledigt. Darf ich noch wieder leben, bitte? Aber wie werden Sie wohl mit der Hexe fertig? Danke. Wir haben den Knochenbrecher erledigt. Benutzbar. Gas. Ich hoffe, wir kommen unbeschadet dadurch. Oh, jetzt wird's lustig, jetzt muss Lumi arbeiten. Was ist das für ein Apparat? Du musst dich draufstellen. Jetzt lass mich erstmal. Oh, kann ich nicht. Wir kommen zurück, San. So, was müssen wir jetzt machen? Blanke. Nein. Ich verrate aber nichts. What the fuck? Vielleicht kommt man jetzt drauf. Scheiße, das Ding bewegt sich. Ein AT-ST quasi. Okay, Lumi muss arbeiten. Oh Gott, ey. Das ist eine Grütze. Lumi und Physik, verdammt, ey. Es läuft doch schon ganz gut. Oh, im wahrsten Sinne des Wortes, es läuft gar nicht mal so schlecht. Bleib stehen. Ja! Ein bisschen tief für das Gas. Und jetzt wirf uns halt noch runter, oder was? Mach das mal ganz steil, das ja, Teil. Ja, das war jetzt meine Idee, aber warte mal, das ist gar nicht so einfach. Geht's? Ah, ich dachte, ich kann auf den Fuß, aber das geht nie. Ne, auf den Fuß kannst du nicht. Der ist ja in der Mitte ein Loch. Oh, da zieht ihr dein Ding wieder weg, ey. Da kann ich nichts für, das hat es wohl allein. Das machen wir. Du kannst dich doch oben dran hangeln, Felix. Hang dich aber oben dran, um reinzukommen. Aua! Upsi. War fast. Sag mal, was verlässt jetzt einfach das Schiff da oben? Ist was? Noch was? Ah, ich hab dich aufgefangen. Mrs. Tod. Mrs. Tod. Läuft bei mir, ja. Na, jetzt läuft einfach nach rechts, mein Gott. Achso, beim Dings. Aber Louis bleibt lieb bei mir stehen. Der schwerste schon mit dem Dancepad. Ja, ist klar, so hoffentlich. Toll, und ich bin hier dabei, wenn die Trine kommt. Als die Nacht hereinbrach. Siehst du aber die Sequenz trotzdem, oder? Vertrautes Licht und erhellte den Weg. Bin trotzdem tot. Wo denn? Tote dürfen nicht reden. Ist klar.
Ich bin irgendwie verarscht. Riesengroßes Baumhaus. Eher ein Baumschloss. Und der Trine möchte, dass wir reingehen. Ach, der Trine könnte uns besser mal an einen netten Strand bringen. Gehen wir rein. So ein netter Strand, das wäre schon was. Die Fackeln im Baumhaus flackerten nervös, als die Helden eintraten. Es schien unwahrscheinlich, dass das Haus einer Blume gehörte, nicht einmal einer intelligenten, sprechenden Blume. Aber die Wärme im Haus war eine willkommene Abwechslung nach einem Tag im Morast. So, da bist du wieder, Felix. Offensichtlich ist dies das Heim einer Hexe. Was ist denn? 2 Stunden. Hexen mögen Zauberer nicht besonders. Ja. Jetzt waren schon 14. Eine Hexe, sagst du? Nein. Sonofell meinte gerade Story gleich durch. Nee, das stimmt nicht. Das wirkt nur so. Felix, spielst du noch mit? Ja, ich bin beim Fähigkeiten. Ich finde den Schatten so super hier an der Stelle tatsächlich. Der ist echt cool. Ich bin ein großes, fettes Ungeheuer. Wow! Mit einem Hammer in der Hand. Wow! Wir sind hier zu Gast, ne? Hä? Hammer! Geil! Wir leben euch wie die Hottentotten, ey. Wir sind bei einer Hexe. Eintopf! Hexeneintopf! Erstmal reinspringen. Ja. Macht mit. Mit ja ein guter Zauberstand sein, weiß man ja nicht. Ist ein, es wurde ja gesagt, ist Eintopf und wir sind im Hexenhaus. Aber Eintopf ist jetzt nicht meins. Kocht ihr doch welchen? Ich bräuchte dann mal hier oben eine Kiste, wenn ihr oben seid. Das Gefühl, Lumi ist gerade vorne mit ihrer eigenen Planke. Weil du kannst das Ding ja zaubern, dann kannst du das einfach drehen, so wie die Rohre. Ja, aber sie ist trotzdem irgendwie überfordert. Sie schmeißt mir jetzt erstmal an den Kopf, um hier wegzukommen. Nein. Ich hab die ganze Zeit Scheiße gebaut. Du böser Benny! So, jetzt hier. So, wo soll es jetzt eine. Da. Ah. Da, wo ich gestanden habe, da drauf. Hier kann man doch auch noch irgendwie. Oh, fast! Ey, cool, da kommt eine. Nee, brauch ich. Nee, guck mal hier. Kommt ein Bläschen. Ein Bläschen. Ein Bläschen für das Näschen. Ich würde gerne in dem Buch hier lesen, wenn das ein Hexenbuch ist. Kommt noch so, nur kommt noch. Na dann liest doch den Buch. Ja, lass uns Pflanzen durch die Gegend. Pflanzen durch die Gegend. Pflanzen durch die Gegend. Wir brauchen mehr. Man kann ja sogar lesen. Was? Ja klar kann man es lesen, aber ihr quatscht ja die ganze Zeit. Schon mal lesen. Wir uns heute Nacht raus. Die Bücher. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Danke für die Rosen. Aber er rastet ja fies aus hier. Ach, das große Buch da. Ja, kann man lesen. Ich habe ja gerade gesagt, wollte ich lesen. E. Lumi rastet aus. Ich möchte mal kurz festhalten, dass ich damit nichts zu tun habe. Ist doch nett. Was, dass du ausrastest? Oh, dieser Spiegel scheint ungewöhnlich zu sein. Oh, der Spiegel. Kannst du bitte einmal auf ihn schießen? Du bist Sonja. Hui! Dann. Du musst jetzt irgendwie runter und dann in diesen Spiegel rein wahrscheinlich, ne? Da oben ist noch was. Ja, ganz toll. Vielleicht ja die Kugel, die hier rumfliegt, da rein in den Spiegel. Wie wär's damit? Wie hier? Ja. Warte mal, nimm mir gleich die Kugel, damit ich dort hoch kann. Ups. Hä? Ach, das muss der Benny hier oben nehmen. So, jetzt. Was muss ich da? Nee, ich hab schon. Doch, da. Die Kugel jetzt in den Spiegel? Ja, aber die kriege ich ja nicht da runter. Das Ding ist nicht 3D. Da ist ja was. Du sollst die Kugel hier in den Spiegel hier oben tun. Ach, in den Spiegel da oben. Sorry, den habe ich nicht gesehen. Ja, Moment, warte mal. Da, wo der Benny jetzt gerade ist. Ja, jetzt kann ich sie. Ich hab den Spiegel aktiviert. Ja? Der Spiegel öffnet die Tür. Nein, ich stehe unten drauf, was die Tür öffnet. Achso. Achso, naja, deswegen auch mit den Kugeln. Warum kann ich denn den Spiegel hin und her schieben? Das ist ja total bescheuert. Weiß ich nicht. Damit du nicht so viel die Kugel heben musst. Und ich kann auch unten den Spiegel steuern. Ich sehe den Spiegel gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Jetzt so. So. Ja, wer ist einfach, weil es. Wofür? Ja, komm, Spinnen. Spinnen. Vielleicht noch. Spinnen. Ja, du bist doch ein kräftiger Dame. Ich hab keine Ahnung, was ich gesagt hab. Wow. Giftig, ja, das ist giftig. Spielst Dota?
Siehst du, da gibt's noch andere Leute, die Dota spielen, da muss man ja nicht hier. Aber die streamen wahrscheinlich nicht, wenn sie dir zuschauen, oder? Was? Die streamen wahrscheinlich nicht, wenn sie dir zuschauen. Na, gerade nicht. Ich dachte, hier kommt wieder eine Blase oder so ein Spaß. Oh, das ist ja echt bitter, das ist die Wahl zwischen Minecraft und Shrine 2. Glück, dass du kein Baby bist. Keine Bange, ich werde dich beschützen, Amadeus. Bei den Bubi-Streamern eures Vertrauens. Wie kriegt man denn hier? Ich kann hier gar nicht mich hangeln oder so. Und hier oben ist Hauszeug und ihr latscht einfach weiter. Ne, wir versuchen ja auch hochzukommen tatsächlich. Ich komme da links halt nicht hoch, ich kann nichts machen. Ja, deck mich einfach zu. Eins hab's. Dann gib schon mal Ruhe. Du kannst ja einfach mal zwei von diesen geilen Würfeln oder dreien bauen. Vielleicht kommst du einfach von hier rechts da hoch, dass du dich dann an der Decke langhangeln kannst. Das kann natürlich. Ach, hier sind die Blubberblasen. Warum? Ja. Warum ist denn dort Feuer und. Ich wollte gesagt, das liegt wahrscheinlich daran, dass da bei dem einen Feuer ist, bei dem anderen nicht, dass da Blubberblasen sind, bei dem anderen nicht. Blub, 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 blub. Ich hab das gestern wieder vorgeworfen bekommen, dass Frauen es ja so viel einfacher haben auf Twitch. Tot! Arme Männer haben da gar keine Möglichkeit. Wieso kriegt man das vorgeworfen? Nicht vorgeworfen, es klang halt so. Danke. So, du hast es voll einfach. Weißt du, so wie Leute, die. Keine Ahnung. Wenn ich unter uns, ich sehe es, aber da braucht man einen Schalter oder sowas. Ja, kannst du einfach mal mit dem Hammer draufhauen? Oder wir brauchen eine Lumi. Die andere Option. Ah, da können wir auch das Feuer umstellen. Guck mal, da können wir links das Feuer einstellen. Na, ja, danke fürs Grillen. Ich bin nicht das Spanferkel, ja? So viel ist nicht an mir dran. Was machst du da? Wie willst du jetzt das andere da? Ich wollte jetzt erstmal Ben hier rausholen. Ich wollte nach links. Ach, du willst nach links. Na! Hallo! Nenno! Lumi, leg das linke nach links zum Benny rüber. Was machst du da? Am besten ihr tauscht mal die Charaktere, glaube ich. Eigentlich wollte ich. Was mal. Du hast gesagt, links zum Benny rüber. Nein, nicht festmachen, einfach zu mir auf mich. Bewirb mich! Ja, und jetzt nimmst du das, was bei uns ist, und tust es genauso ausrichten wie das, was du gerade links hattest. Das geht nicht. Alter. Nein, ja, so, genau. Ruff, so, jetzt nimmst du das andere, gehst ein Stück vor, nimmst das andere und tust nach oben ausrichten. Mann, ja, aber dann sperre ich den Ben noch da unten ein. Ja, warte mal, dann machen wir nochmal nach links das Ding. Ja, deswegen, ich wollte doch warten, bis Ben wieder zurückkommt. Dann hat mich Felix angefangen, nach links das Ding. Benny wollte dahin. Nach rechts, damit du hier weg kannst wieder. Nimm ja, das andere und links. Ich mach's erstmal weg, damit er wieder weg kann und dann baue ich weiter. Also hinterher. Warum wolltest du dann ganz nach links, Benny? Ich wollte aber links stehen, damit ich mehr bessere Kameraführung habe, keine Ahnung. Ich wollte einfach. Hey, mit der Wahrheit können wir nicht umgehen hier, ja? Blubberbläschen! Irgendjemand, irgendjemand hat hier ein Brett hingestellt. Benny, mach mal kaputt. Whirlpool! Du darfst nicht drinstehen, damit dann kommen die Blasen nicht, wenn du drin stehst. Tada! Was ein Kack, ey. Whirlpool! Joa, schön warm. Schöne 40 Grad Wassertemperatur, der Mineralbad und dergleichen. Lumi, wir brauchen dein Geschick. Also musst du dann hier nach oben kommen, bitte. Ach, warte, ist jetzt Felix wieder so leise? Warte mal, Felix und Ben. Was soll ich jetzt machen? Mit hier hochkommen, wo wir sind. Du sollst zu uns kommen. Oh, wow, Moment. Immer mit der Ruhe. Oh, mein Hammer geht aber nicht durch den Spiegel, das ist ja interessant. Aber rückwärts geht's! Aha! Das war schön! Ich stell mal gleich, ich bin mal weg. Warum geht das rückwärts, aber nicht vorwärts? Warte, ich kann mal mit langsam Pfeil. Vielleicht kommt die Lumia gerade nach oben. Hey, nicht die Pfeile nicht piksen! Warum kriege ich die Pfeile nicht gerade nach oben? Ah, hier! Geht ja wirklich nur in eine Richtung. Rückwärts geht. Ist jetzt. Wo bin ich denn eigentlich jetzt? Sag mal, darf ich jetzt eigentlich irgendwann auch mitspielen? Du sollst nicht den Whirlpool. Du machst die ganze Zeit Whirlpool-Action. Du kannst da nicht drin bleiben. Da kommen die Blubberblasen nicht groß genug da raus. So. Du musst raus aus dem Ding und dann nach oben kommen. Dann musst du die Spiegel verstellen. Was ich alles machen muss, warum könnt ihr nicht die Hebel. So, jetzt nimmst du den.
Nimmst du den linken Spiegel und schiebst ihn ganz nach oben. Der geht nicht nach oben, der geht nur nach rechts oder links. Ah, ne, doch nicht. Ich glaube, der ist sogar noch. Achso. Jetzt kann der Benny gleich ganz nach oben und die Teile holen gehen. Der schwerste muss jetzt hier mit der Blue Blaze nach oben steigen, warum, ja. Aber. Aber Benny, du musst jetzt so drauf. Ja, nimm mal den nach oben. Nach oben, schnell. Ah, nee, warte mal, das ist ein Stachel, du musst den linken wieder bis nach unten machen. Du musst den linken wieder nach unten machen, weil da Stacheln sind. Ich habe auch so den Pfeil auf die Blubberblase geschossen. Kann mich jemand wiederbeleben? Ansonsten gucke ich zu, ist auch okay. Seid ihr zu stressig. Nach oben! Lumi, du musst da raus. Hör auf zu baden jetzt! Ist lang genug gewaschen. Ich bin nicht drin. Wer blockiert denn da von euch? Alle wie in einem Synchronsport gerade gleichzeitig umgedreht. Okay. Wenn ihr zu zweit draufsteht, funktioniert's nicht. Ich zuerst. Fick dich ins Knie, Felix. Das war ein genau, Felix, fick dich ins Knie! Schweinerei, warum hast du mit deinem Hammer da einfach die Blase kaputt gehauen? Was soll denn das? Aua! Oh, jetzt wieder verpasst. Das ist als Frau auf Twitch ja voll einfach, kann ja jeder so einfach. Jetzt war ich aber ganz froh, dass der. Ja, so sieht's aus. Dass der Hammer hier, nee, ne? Aua! Mann, Benny! Oh Mann, ihr Trolle, ey! Das ist ja so perfekt zurückgekommen, hab ich nicht vermutet! Ja. Wisst ihr was, zur Strafe? Ich geh jetzt kurz in den Bogen. Dann mach ich das halt da oben. Ihr könnt, ja, ihr könnt euch mit dem Rätsel beschäftigen. Oder Lumi, du machst das mal, schau mal, du schaffst auch mal was hier. Komm, los geht's. Eben, genau, Lumi macht immer ein paar Rätsel. Da geht sie direkt weg. Ich boykottiere das jetzt. Lumi muss Rätsel machen? Nee, dann bin ich ja raus. Das so machen wir nicht gewettet hier. Ja, vor allen Dingen funktioniert das halt einfach nicht, wenn du die ganze Zeit irgendwie Hammer durch die Gegend schmeißt. Du stehst dort. Muss erst warten, bis die Blase rauskommt. Der muss erst groß werden, bevor man den benutzen kann, das weißt du doch. Ich kann den auch schon mal benutzen und dann wird er schon irgendwann groß. Ja, das sieht das Spiel irgendwie anders. Das ist halt blöd, weil... Warum? ...sich eingestellt ist. Du, das ist ja dann dein Ding, dass du den Spiegel in die Stacheln geschickt hast. Ja, Gott, wenn du mich wiederbelebst, dann könnt ihr die Hebel eigentlich nicht benutzen da oben? Welche Hebel? Achso, die Hebel. Doch können wir, aber wir dachten, das wäre so ein Zauberer-Ding, dass der dir rumschieben kann. Hebel zu benutzen. Nein, ich habe die Hebel nicht gesehen. Ich dachte, du machst das mit deinem Rechtsklick. Ohne Scheiß, jetzt habt ihr echt ernsthaft da oben gewartet, obwohl da gibt's Held. Oh, jetzt Himmel, Herrgott, noch im Wohl. Mach dein Ding jetzt doch alleine, ich mach mir jetzt gleich ein Brot, ehrlich. Da geht's in Dialekte. Ich weiß gerne seinen großen Hammer. Ich hab einen großen Hammer. Einen ganz großen Hammer. Wieso kommst du von Vanessa? Geh wieder zurück zu Vanessa, das ist nicht in Ordnung. Das Ding ist, achso, warte mal, ich muss immer noch das Ding hier. Das ist nicht in Ordnung, die arme Vanessa. Nein. Hey, mach ich den runter. Ja, könntest du jetzt mal so einstellen, dass ich einfach hier hocken bleiben kann und alles einsame? Ja, mach mal. Paco, zack, bitte nicht fluchen. Wir fluchen doch hier nie. Wir würden niemals fluchen. Wir reden nur von großen Hammern und dass wir Sachen hochbringen. Du, ich fliege jetzt hier wieder. Ist doch gut. Ja, aber... Du musst es halt nur irgendwie dann noch abspringen und nicht wieder durchfallen. Mach's besser. Das ist mir zu blöd. Ha. Die Solo hat bei Bunny die Werbetrommel für mich jetzt an. Das ist auch nicht okay, Solo. Ha! Man bewirbt nicht andere Streams in einem Stream zu nehmen. Genau. Erstmal Hammer drauf. Ich warte jetzt eine Runde.